kleine Ole stand mit seinem Vater im Badezimmer am Waschbecken und sie wuschen sich die Hände. Der Schnee fiel draußen sacht zu Boden. Bald war Weihnachten. Papa? Papa, ich hab eine Frage. Ole hatte viele Fragen, denn Ole war 5 Jahre alt und er wusste auf jede Frage, die er stellte, mindestens 100 neue. Der Vater schmunzelte. Frag nur, Ole, frag. Papa, Papa, sag einmal, womit wäscht sich eigentlich der Weihnachtsmann die Hände? Ole, der Weihnachtsmann? Ja, ja, der Weihnachtsmann. Papa, der hilft dir doch immer am Heiligen Abend beim Baum aufstellen und davon bekommt man schmutzige Hände. So ganz klebrig und voller Tannennadeln und Harz. Du kommst aus dem Weihnachtszimmer und sagst immer, jetzt muss ich mir noch die Hände waschen und dann ist Bescherung und gehst ins Badezimmer. Aber wo wäscht sich der Weihnachtsmann? Ole, der Weihnachtsmann ist schon erwachsen. Der passt auf, der muss sich nicht die Hände waschen. Aber Papa, du bist doch auch schon erwachsen und passt auf. Und trotzdem wäschst du dir die Hände. Ja, Ole, dann wäscht der Weihnachtsmann sich mit dem Schnee vorm Wohnzimmerfenster. Was? Wo so? Wie, Ole, nur so? Na ja, Papa, da im Schnee, da liegt doch gar keine Seife. Und dein Handtuch ist da auch nicht. Hat er noch nie bei dir ans Badezimmerfenster geklopft und dich mal gebeten, die Seife auszuleihen? Nein. Nein, Ole, das hat der Weihnachtsmann noch nie gemacht. Aber wenn er es gemacht hätte, Papa, wenn er ans Fenster geklopft hätte, dann hättest du ihm doch die Seife gegeben, oder? Ja. Ja, Ole, ich hätte dem Weihnachtsmann die Seife gegeben, sagte der Vater. Aber nun komm, das Essen ist fertig. Er gab seinem Sohn das Handtuch und sie gingen gemeinsam die Treppe hinunter in die Küche, um zu Mittag zu essen. Bald darauf kam der heilige Abend. Der Vater ging, nachdem die Sonne untergegangen, noch einmal um das Haus, schloss Fensterläden und Türen. Da sah er im Schnee vor dem Wohnzimmerfenster ein kleines Stückchen Seife und ein Kinderhandtuch liegen. Er lächelte und ließ beides dort liegen und ging hinein. Dann ging er ins Weihnachtszimmer, um dem Weihnachtsmann beim Baumschmücken zu helfen. Nach einiger Zeit kam der Vater aus dem Weihnachtszimmer und läutete die kleine Glocke und rief damit alle Kinder und seine Frau zur Bescherung. Und sie kamen herbeigelaufen, seine 4 Kinder und seine Frau. Doch halt, eines der 4 fehlte doch. Wo war denn der Ole? Wo war denn nur Ole? Und sie riefen, Ole, Ole. Da flog die Haustür auf und herein kam Ole. Und er war ganz aufgeregt und schwenkte in der einen Hand sein Handtuch und die Seife. In der anderen schwenkte er einen silbrig glänzenden Tannenzweig und ein kleines Bildchen mit dem Weihnachtsmann darauf. Der Weihnachtsmann hat sich mit meiner Seife die Hände gewaschen und meinem Handtuch abgetrocknet, rief Ole. Ja. Und so wisst ihr nun alle. Der Weihnachtsmann wäscht sich mit Seife und Wasser die Hände und braucht ein Handtuch. Also werdet ihr doch wohl am heiligen Abend vor der Bescherung ein Stück Seife in den Schnee legen und dazu ein Handtuch. Und wenn es kein Schnee in diesem Jahr gibt, stellt ihr am besten eine Schale mit Wasser auf, denn der Weihnachtsmann möchte sich die Hände waschen. Musik
Musik.